Glück auf, Leute, und ich habe den falschen Helm auf, sehe ich gerade. Willkommen zurück zu Arcania. Wo ich euch erstmal sagen darf, dass es schon eine Stunde gebraucht hat, bis ich... Warum steht ihr hier rum? Ihr müsst schon weitergehen. Bis ich hier an diesem Punkt wieder gespielt habe. Es gab nämlich ein ziemliches Problem. Ein paar Leute von euch, ein paar Pfiffige, die es mitbekommen haben, haben es mir schon geschrieben. Aber ich habe es tatsächlich heute erst mitbekommen, was hier Sache ist. Und zwar war das Spiel verbuggt. Ich war schlichtweg unsterblich. Meine Lebensenergie konnte nicht abnehmen. Und nach einigen Tests und so weiter habe ich auch herausgefunden, woran das lag. Ihr könnt euch doch sicher noch daran erinnern, wo wir das Problem hatten, dass der Kneipenwirt uns in Gespräch verwickelt hat, aber nichts sagen wollte. Da habe ich ja per Cheat-Menü schnell gespeichert und schnell geladen. Und das Spiel hat einfach die ganze Zeit über angenommen, dass ich noch in dem Dialog bin. Und in dem Dialog kann man nun mal keinen Schaden nehmen. Ja, das heißt, ich habe jetzt mühevoll an dem Spielstand vor dem Kneipenwirt angefangen. Habe das jetzt alles hier, ich kann es ja mal, wie komme ich denn auf, hier komme ich drauf. Habe jetzt hier mühevoll nochmal alles erkundet und abgesäbelt. Dadurch hat sich mein Inventar natürlich in allen Bereichen wahrscheinlich ein kleines bisschen verändert. Vor allem bei Munition und Nahrungsmitteln. Aber das ist mir lieber, als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit unsterblich spiele. Das macht keinen Spaß, das ist Kacke. So, die Stufe, die habe ich mal nicht verteilt. Ich wusste nicht mehr genau, wie wir die verteilt hatten. Und da dachte ich, naja, wenn ich es eh neu verteilen muss, könnt ihr auch gleich zuschauen. Und ich würde sagen, worauf mache ich denn das? Ich mache das mal alle Tier drauf. Da können wir nämlich beim nächsten Mal hier die mächtige Schlagdingens freischalten. Und so ein bisschen mehr Nahkampfschaden kann ja auch nicht schaden. So, ich hoffe, ansonsten habe ich alles einigermaßen so gemacht, wie wir es gemacht hatten. Eventuell habe ich noch die ein oder andere Pflanze gefunden oder stehen lassen. Aber im Großen und Ganzen sollte eigentlich alles jetzt beim Alten wieder sein. Und da können wir wieder feuchtfröhlich reinstarten und weitermachen. Indem wir nochmal hier den Gang erkunden. Gib das her, alles! Was ist das? Her damit! Aber zeig ich! Weil hinten war das ja dann irgendwo, wo wir runterspringen und die Leiche von dem einen Soldaten finden. Und ab da sind wir ja eigentlich wieder an dem Punkt, wo wir auch aufgehört hatten zu spielen. Spring ins Feld! Kriegsbogen. Ist der gut? Was hab ich denn? Ein 16er Kompositbogen. 17er Kriegsbogen. So, und an dich kann ich mich nämlich noch gut erinnern. Zack. Oh, an deinen Kollegen aber... Oh, an deine Kollegen aber nicht mehr. Verschwinde! Meine Waffe macht Powerschaden. Zack. 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 Oh, du Lümmel. So. Ah, wer feuert auf mich? Ich krieg da Angst, oh du bist. Zack. Boah, wenn ich genauso gut schießen würde wie der, würde ich nur halb so viel daneben ballern. So. Hat du keinen Bogen? Doch, hat du. Du hast ein Schwert. Höh. Ach, die haben auch alte Schwerter mit dabei. Na dann. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was uns hier erwartet. Da hinten baut einer was ab, das sehe ich genau. Wozu betreiben Untote eigentlich Minenarbeit? Etwas Sinnloseres habe ich ja selten erlebt. Immer schön das Gold mitnehmen. Also, dass ich euch sehe, eher sehe als ihr mich, das ist für euch ziemlich schadhaft, wenn ich das mal sagen darf. Da knackt noch irgendwo was. Verschwinde! Boah, ich kann den nicht richtig sehen. Ach so, was ich vergessen habe zu erwähnen, ne? Fällt mir gerade so spontan ein. Ist hier der Bogen lang gerutscht? Ja. Ich habe auch zufällig bei den ganzen Tests jetzt wegen dem Bug hier, habe ich jetzt herausgefunden, dass man das auch abstellen kann, dass die Vegetation in der Nähe des Helden sich einfach vom Acker macht, sage ich mal. Das habe ich jetzt mal ausgestellt, ne? Die muss ja nicht unbedingt verschwinden. Sieht schön aus, wenn sie da bleibt. Boah, was haben die denn hier gebaut? Hier sind schon wieder Untote.
Na, das war ja jetzt Meisterschuss, hör mal. Zack. Oh, halbes Leben weg. Zack, fast ganzes Leben weg. Zack, Leben weg. Oh, oh. Würde es dir was ausmachen, mich im... Wow, 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 wow. Autschen. Ich hab gedacht, ich will das. Auf mich töten zu wollen. Was stimmt nicht mit dem? Oh. Au, verschwinde. Ich werde dich töten. Mit allem... Au, wie viele von euch gibt's hier? Hier muss irgendwo ein Skelettnest sein. Weg. Ich finde das immer cool, wie die Untoten hier platzen. Was schwebt denn an dem Belia-Schrein rum? Eine Keule. Ist bestimmt irgendeine Spezialwaffe. Zack. Jetzt haben die Skelette erstmal speziell eine an den Dez bekommen. Au. Was haben wir hier noch? Einen Mana-Trank? Bist du in der Truhe? Nein, du bist nur irgendwas Abgepacktes. Kurzbogen. Gruftwart. Altes Schwert. Kalter Hass. Das klingt doch schon mal schick. Die Aura des kalten Hasses, die von dieser Waffe ausgeht, ist beinahe greifbar. Ihre Herkunft ist ein Mysterium, denn Adanos Werk wird sie sicher nicht sein. Die Kälteaura hat bei einem Treffer eine Wahrscheinlichkeit von 66%, den Gegner für 5 Sekunden auf 66% seiner normalen Geschwindigkeit zu verlangsamen und verursacht dabei 35 zusätzliche Schaden. Na gut, die Hauptschadensquelle ist natürlich ein bisschen niedriger. Aber 66% auf ganz, ganz, ganz viel Schaden, das klingt natürlich ganz nett. So, ich aktiviere uns mal die tolle Geschwindigkeitsrune. Weil wir müssen ja jetzt den ganzen Weg wieder zurück und den anderen Gang durchsuchen. Da können wir ja ruhig mal ein bisschen Geschwindigkeit an den Gang legen. Da lag noch irgendwo was, ich habe es genau gesehen. Den habe ich vorhin gesucht. Ich wusste doch, dass der Lümmel noch einen Bogen dabei hat. Guten Tag hier unten. Ist hier jemand, der Ärger haben will? Also ich bin vorbereitet auf jeden Fall. Komme, was wolle. Oh, hier kann man schön durchgucken. Ist hier jemand dahinter? Oh ja, haufenweise Knochen, Leute. Oh shit. Oh. Der legt los. Ah, was war das? Ah, da ist einer! Oh, jetzt habe ich ihn eingefroren. Und der ist echt langsam. Oh, shit. Mr. Gruftkopf. Wer bist denn du? Gruftfürst. Oh. Da habe ich mich ja mit was ganz Mächtigem jetzt angelegt. Und der hält auch ganz schön aus. Respekt. Ich glaube, da gucke ich mal, dass ich den langsam auf die Pelle rück. Und zack. Watz. Armschienen des Gruftfürsten. 15 Lebensenergie. Die müssten eigentlich schlechter sein. Wir haben doch, glaube ich, 30er, ne? Ja. Weil wir die tollen Armschienen des Schamanen gebastelt haben. 6 Gold, Schwert und Schild genommen. Damit dürften wir ja hier unten jetzt eigentlich unsere Ruhe haben. Nochmal umgucken, was das hier für ein... Oh. Gruft, Wächter, sind, führen, Arsch. Oh, oh. Verschwinde, du eingefrorenes Ding. Und gib mir dein Gold. So, wo führt denn der Gang noch hin? Zu einer Eisenader, na sowas. Oh, hier sind Kisten. Kisten, die ich knacken soll. Und darin befindet sich... Amulett des Schützes. Das klingt gut.
Oh, das klingt richtig gut. Amulett des Schutzes, aber ganz schnell an den Nacken donnern. Da kriegen wir massig mehr Lebensenergie, ey. Das hättest du nicht gedacht, wa? Das hättest du nicht gedacht, sag ich dir. So, und damit sind wir ja hier eigentlich jetzt mehr oder weniger fertig, würde ich mal sagen, ne? Stufenaufstieg! Da können wir jetzt endlich freischalten, mächtiger Schlag. Lade deinen Schlag durch gedrückt halten der Angriffstaste mit bis zu 33 Ausdauer auf, um zusätzlichen Schaden zu verursachen und den Block des getroffenen Gegners zu durchschlagen. So. Also, das wollte ich mir jetzt mal angucken hier. Oh ja. Komm her und dann BAMS. Gut, das scheint mir eine ganz nützliche Sache zu sein, gerade für den ersten Angriff, wenn ich auf einen Gegner einprügeln will. Schön drauf zumarschieren und dann Dutch an die ans Gesicht. Spring ins Feld! Autsch, wo sind wir denn hier? Ach, wir sind hier bei dem Belia-Kultisten gelandet. Die wir ja schon getötet haben. Aber da sind wir jetzt eigentlich genau da, wo ich gar nicht hin wollte. Ich wollte eigentlich irgendwo hier oben wieder rauskommen, weil ich will ja noch hier die Feldsache machen. Und hier ist ja auch noch was. Aber dann können wir ja eigentlich auch von hier aus auf die Felder gehen. Oder wir gehen erstmal zum Bauern rauf. Der wird ja sicherlich irgendeine Aufgabe für uns haben, die mit den Feldern zu tun hat. Deshalb würde ich sagen, machen wir mal nicht zu viel. Wir machen mal diese Seite hier. Wir erkunden diese Seite seiner Felder und arbeiten uns so Stück für Stück rauf. Hase! Ein Hase wird mir niemals entkommen, das sage ich euch. Oh, da hinten sind schon wieder Ladefehler, seht ihr's? Die Stadt mit den schwarzen Gebäuden. Welch Dunkelheit sie heimgesucht hat. Die... Oh, shit! Tag, ich bin der Peter, wollt ihr spielen? Ich aber nicht, also lasst mich in Ruhe. Ich würde mal sagen, jeder schlagen Treffer, ne? War doch eigentlich eine ganz coole Sache. Und da sehe ich einen Feldräuber, ich sehe es ganz genau. Ein Feldräuber auf Feldern, wie kann das sein? Das ist doch unlogisch. Verschwinde. Kommt der auch? Nee, der kommt nicht. Dann nehme ich mir das Zeug mit. Und jetzt probieren wir mal unseren super aufgeladenen Schlag hier aus. Komm her, du Stück. Ich zertrümmer dir das Hirn. Was? Nicht schlecht, die Keule, muss man sagen. Bienenstock, sieh mal eine an. Davon sollen wir ja 6 sammeln. Damit der Kneipentyp wieder Met herstellen kann. Was ist das? Achso, noch ein Bienenstock. Hier hat es gesummt. Boah, was kommt denn da rausgeschossen? Ah, 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 nein, das ist unfair. Lassen Sie das, gefälligst bleiben. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, hä? Greift er mich hier einfach an? Ich glaube ja, wo es hackt. So, bevor ich aber mit dem rede, gucke ich mich mal noch ein bisschen in der Gegend seiner Farm um. Kann ja sein, dass hier noch die ein oder andere Pflanze ist. Zum Beispiel hier. Das sieht doch schon mal ganz lecker aus hier. Hör mal. Ganz eine feine Pflanze. Ganz eine feine Pflanze. Oh, der hat auch eine schöne Tochter, oder wie? Das ist aber was Feines. Will ich mich mal gleich mal vorstellen. Meine Verlobte ist letztens verreckt. Ich brauche eine neue. So, gut, da haben wir uns hier erstmal umgeguckt. Da können wir doch jetzt mal mit dem Bauern reden. Okta. Willkommen auf meiner Farm. Wie ich sehe, bist du unversehrt. Wieso sollte ich nicht unversehrt sein? Wegen der Feldräuber, die meine Felder plündern. Meine Knechte trauen sich gar nicht mehr über die Schwelle, die Feiglinge. Kannst du mir helfen? Ich denke schon. Feldräuber sind für mich kein Problem. Danke, Fremder. Es soll dein Schaden nicht sein. Gut, wir sollen Feldräuber verkloppen. Damit haben wir ja schon Erfahrung. Eine Magd. Oh, ein Brot, lecker.
nehme mal was zu essen mit, ne? Ist ja wohl nicht verboten. Äpfel dürfen uns keine krallen, schade. Wie sieht's denn aus mit der oberen Etage? Ist da noch ein bisschen was zu plündern? Der Knecht. Naja, ich habe halt keine gute Einhandwaffe, die ich benutzen könnte. Was ist hier? Eine Innos-Statuette. Na, sieh mal eine an hier. Mensch, Innos, alter Lappen. Lass mich runter. Ah. Gut, Leute. Wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Wir haben im Prinzip dieses Stück hier noch zu erkunden. Und hier haben wir auch diese ganzen Biester. Würde ich sagen, das Stück hier hatten wir schon erkundet. Dann nehmen wir uns jetzt hier das zweite Feld vor. Das war ein Fehler. Wird es euch was ausmachen, mich mal einfach in Ruhe zu lassen? Oh, shit. So, war's das jetzt oder kommt da noch was? Nervendes Eingraben des Gesindel. Da, 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 da. Aber hier unten, das müssen wir alles noch machen. Aber wir kümmern uns erstmal um die linke Seite hier. Hier scheint ja jetzt aber nicht so viel zu sein. Da vorne ist, glaube ich, noch ein Bienenstock unterwegs. Und einen Feldräuber habe ich da auch schon wieder am Rande gesehen. Na, Feldräuber, magst du einen an den Kopf haben? Kannst du gerne... Wo willst du hin? Komm gefälligst zu mir, ja? Batz! Nochmal zum Finale eine über den Schädel gedroschen. Das Miststück steht nicht mehr auf. Und ansonsten gibt es ja auf dem Felde nicht mehr viel zu sehen. Gut. Da können wir ja zum nächsten weitergehen. Haben wir hier das Stück schon erkundet? Ich glaube nicht. Hier kam, glaube ich, Kriechbiester lang gerannt. Nee, haben wir nicht. Hier stehen noch Pflanzen. Gut, hier links geht der Weg runter, den wir noch nicht geguckt haben. Tutentun. Jetzt logge ich erstmal das ganze Pack hier ran. Ihr könnt meinetwegen auch gerne alle auf einmal kommen. Habe ich kein Problem mit. Euren Kollegen da hinten dürft ihr auch mitbringen. Ah, ah, ah. Das war doch keine so gute Idee. Ah. Boah. Erstmal Heiltränke geschluckt vom Feinsten. Ich habe nämlich voll Mist gebaut. Watz. Witzdi, wapsdi, wupsdi, Bombay. Okay, das war doch keine gute Idee, die alle rauszulocken. Jetzt habe ich ganz schön was verbraucht. Aus Fehlern lernt man manchmal. Hä, waren hier nicht vier? Eins, zwei, drei. Wo ist denn der vierte? Der vierte Lümmel ist wo abgehauen, oder was? Lag hier was? Ein saures Äpfelschnass, sieh mal einer an. Was hat denn den Apfel so sauer gemacht? Ha, 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 ha. So. Ich gehe hier schön Reihe für Reihe ab. Man weiß ja nie, wo sich was versteckt. Da drüben habe ich gerade ein Dingens gesehen. Meine. Vier von sechsen haben wir schon. Aber auf den seinen Feldern wächst ja nicht besonders viel, ne? Gehen wir mal eine Etappe runter. Und schauen uns hier mal noch ein bisschen um. Fünf von sechs. 6 von 6. Ah, Doppelpower. Na, dann kommt mal ran hier. Zack. Oh ja, beide haben es abbekommen. Also mir macht ihr keine Angst. Das sage ich euch gleich, wie es ist, ne? Ihr seid nämlich schwach. Schwächliche Schwächlinge seid ihr. Boah, die Stadt sieht ja immer schlimmer aus. Das werden immer mehr schwarze Gebäude. Für dich, mein Bester. Bitteschön, lass es dir schmecken. Oh, oh. Schmeck.
Nein, ich will das nicht. Lass das mit der Special Attack. Sowas können wir hier auch nicht gebrauchen. Wieso immer nur die sauren? Ich will die schönen roten süßen. Der baut hier wohl nur Äpfel an, hä? Sieht auch alles aus wie Äpfelbäumchen hier. Meine. Ah, ich hab schon alle, hä? Weil jetzt kam kein Quest-Wusch-Geräusch mehr. Dann jetzt noch zum letzten Feldräuber. Zack. Zack. Pumba. Zanga. Und damit haben wir die Feldräuber ebenfalls vertrieben. So, was ist denn hier unten mit dem Feldstück? Müssen wir hier noch gucken, was Sache ist? Man will ja nichts verpassen, ne? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wo ist der Hase? Ich habe ihn genau gesehen. Verflucht sollst du sein. Hasenvieh. Jetzt habe ich ihn. Wird ja auch mal Zeit. So, Leute. Ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, gibt's ein wunderschönes, rasches Päuschen. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um die ganzen Sachen hier noch. Und dann werden wir wohl bald in die Stadt zurückkehren. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Wenn das jetzt schon von außen so schwarz ist, da können wir uns wieder auf ganz schön was gefasst machen, nehme ich mal an. Naja, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.